todmüde. Und Finn ist auch todmüde. Nice. Und wir sind da. Let's go. Und damit, yo Leute, was geht? Herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Zweikanal Broski. Ja, ich überlege übrigens, ob ich hier raus meinen Main-Kanal mache. Die letzten Videos kommen einfach besser an als auf meinem Hauptkanal. Ich glaube, ich muss ja einmal einen Wechsel machen. Und heute, ihr habt es gesehen, Finn und ich sind nach Hamburg gefahren, denn heute geht es zu einem Autohaus. Finn ist auch mit am Start, der wird hinterher einen geilen Car-Porn für euch aufnehmen. Der ist hier mein wunderschöner Kameramann. Denn wir gehen heute mein Auto abholen. Und ich habe absolut Bock, ich bin so gehypt, ich habe monatelang gewartet. Ich zeige es euch gleich, wir sehen uns da. Lasst ein Like da, wenn ihr es feiert. Bis gleich. Ey, es ist wirklich wahnsinnig voll. Junge, 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 was geht ab? Wir brauchen ein Taxi. In Hamburg ist übrigens mal wieder richtig geiles Wetter, man kennt ihn. Ich habe jetzt, glaube ich, 9 oder 10 Monate auf mein Auto gewartet. Wir gehen es jetzt abholen. Sind sie gerade mit der Bahn hingefahren. Sind beide richtig im Arsch. Also wir haben beide irgendwie überhaupt nicht gepennt. Aber it's worth. Ich freue mich wie ein kleines Kind, Freunde. Und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt erstmal ein Taxi. Das Wetter ist echt scheiße. Hallo. Einmal zum Lehfeld 6. Das ist ein Autohaus. Lehfeld 6, Hamburg-Bergedorf. Muss man mein Video einstellen. Musste wieder diskarden, ist scheiße. Also wir fahren jetzt zu einem Mercedes-Händler in der Nähe von Hamburg. Ich weiß ehrlicherweise nicht genau, wo das ist. Grüße gerne raus an mein Management, die haben das Ganze für mich organisiert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, also Finn weiß selber, ich habe so unfassbar lange gewartet. Ich glaube, ich habe den im August oder so bestellt. Ich freue mich. Du hast den sogar für November erwartet. Ich habe ihn eigentlich für November erwartet, Finn sagt es richtig. Dann hat sich das immer wieder verzögert, weil Teile noch nicht da waren und weil das mit dem Chipmangel und so. Ich bin wirklich noch die Ansatzweise so ein teures Auto gefahren und ich habe ja bis jetzt ein VW Polo gehabt, ganz kleines Mercedes Cabrio, die war natürlich auch schön und das war auch zum Anfang richtig geil, aber jetzt habe ich mich nach langem Umherentscheiden mal zu was richtig Coolem entschieden. Ich nehme euch auf jeden Fall mal mit und kann da auf jeden Fall nur Danke und Kuss, Danke und Kuss an jeden sagen, der mir das über die Jahre ermöglicht hat. Ich bin wirklich gehypt und wir fahren gleich zurück. Und ich hab so Bock. Ich glaube, da steht schon mein Wagen. Dreh dich mal um unter der Plane. Ich glaube, das könnte meiner sein. Oh mein Gott. Sollen wir rein oder was? Junge, ich bin so aufgeregt, ne? Scheiße. Hallo. Hi. Hallo. Das ist irgendwie sehr surreal auf jeden Fall gerade. Was ist? Der Geil für uns. Alter, das ist der Geist. Ja, komm, lass mal durch, oder? Ja, lass auch mal. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Moin. Kai Schmark, hallo. Moin. Hi. Hi. Hallo. Moin. Hi. Grüß dich. Moin, Celine. Ja, zwei Autos stehen hier abgedeckt. Die Idee, schon welcher deiner ist, wahrscheinlich schon, ne? Ein zweites als Überraschung nehme ich auch, ist kein Problem. Ja, ne? Aber ich glaube, den einen, den mit dem vorderen bist du erstmal ganz gut bedient. Top Auto auf jeden Fall. Wir durften ihn schon angucken, du musst noch einen Moment warten. Ja. Aber dann können wir ihn mal schön enthüllen, ne? Sehr, sehr gerne. Ja. Cool, dass ihr das auch alles so vorbereitet habt. Sehr gerne. Das war doch ein Shooting Break, hast du gesagt, ne? So ein richtiger Kombi, ne? Aber ein richtig geiler Kombi. Also das, ich glaube, der wird so nice, ne? Okay, ich reiß mich zusammen. Wir melden uns. So, von daher. Das ist ganz schön. Auf jeden Fall rechtzeitig zugeschlagen, dass du überhaupt in den Genuss von so einem schönen Sportwagen kommst. Und ja, freuen wir uns heute, das dann mit dir einmal zu übergeben. Hier, ne? Ja. Kann's losgehen? Ja, auf jeden Fall. Dann ja. Gehen wir erstmal los. Wie sieht's aus? Möchtest du? Sollen wir? Yeah, ja. Du stellst dich vor. Hm. Und gerne. Ja. Übernehmen. Genau. Also. Vielen Dank. Ja, ist cool.
Das ist wirklich cool. Ich weiß absolut nicht, was ich sagen soll. Ich bin absolut sprachlos. Ich meine, von einem VW Polo, ne? Ist schon ein kleines Upgrade eigentlich, oder? Ja. Wahnsinn. Und du gibst mir jetzt noch einmal... Ich gebe dir gleich jetzt noch deine Einweisung. Ja, gerne. Gut, wenn du magst, kannst du mich gerne mal reinsetzen. Du hast sogar das Keyless Go, das heißt, du müsstest jetzt quasi gar nicht aufschließen. Es reicht, wenn du den Schlüssel in der Tasche hast und dann hier dran ziehst, dann erkennt das Auto den Schlüssel direkt und öffnet sich direkt. Ja, ich würde mich dann einmal bei dir setzen, ne? Oh, Neuwagen riechen immer so unfassbar gut. Ja, das ist so ein guter Geruch, wirklich. Sieht auf jeden Fall echt mega aus. Ah, ich finde generell das Mercedes-Interieur so wunderschön. Ja, das stimmt. War hast du denn schon Erfahrung mit Mercedes? Oder also ich bin als letztes so ein ganz kleines, altes Cabrio gefahren. Geil. Also, ob du den kennst, SLK 200K. Ja, klar. Ja. Wie cool. War vorher der Wagen von meiner Mutter. Ist jetzt natürlich nochmal was anderes. Ja, okay. Kleines Update, ne? Ja, ja. Aber so grundsätzlich glaube ich, dass ich mich zumindest ein bisschen auskenne. Aber gib mir ruhig einmal alles an Infos, was du hast. Ist ja auf jeden Fall auch sehr viel Neues dazugekommen. Irgendwo Norden verwurzelt muss ja doch bleiben, ne? Ja, ich bin so koffeinsüchtig, das kann ich wirklich absolut gebrauchen. Passend zum Auto. Cool. Einmal ein bisschen was von uns, ne? Ansonsten Dankeschön. Siehst du einmal, wo wir noch so unterwegs sind. Das heißt, wenn du hier im Norden unterwegs bist oder auch irgendwo Richtung Berlin, ja, unser Center tatsächlich inzwischen über die halbe Bundesrepublik verteilt. Cool, danke. Von daher sind wir überall dein Ansprechpartner. Leg ich dir hier hinten rein. Danke. Und dann gibt's Kennzeichen. Let's go. Also. Wir fahren jetzt. Digga, es ist so wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so nach Hause fahre. Ne? Es ist so krass. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Hier sind überall irgendwelche Displays und so. Ich weiß doch gar nicht, wo ich die Sachen einstellen muss. Aber Junge. No! Ist das geil, Alter. Oh. Ich muss halt ein bisschen chillen, ne? Weil ich darf halt nur 4500 Umdrehungen jetzt, die ersten. Das heißt 1500 Kilometer, ne? Ja, ja, die ersten 1500 Kilometer. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Ich habe davon so geträumt, ne? Vor allem einfach hier der Kilometerstand, einfach 14. Einfach 14 Kilometer sind mit dem Auto bis jetzt gefahren. Steht der? Oder 13,5 jetzt. Vielleicht kommt Leo mal schwer und zieht den Wagen ab. Ja, weißt du was, wir sind so auf der 1. Ich glaube, wir bleiben nur noch auf der 1. Ich glaube, dann kommt wieder die Vollsperrung gleich. Die wir ja, aber die haben wir heute Morgen gesagt, die ist weg. Ach so, ja, perfekt. Siehst du? Dann können wir, glaube ich, nur die A1 lang fahren. Ja, Simon, was ist unser Problem? Der Tank ist komplett leer. Wir haben vercheckt, dass wir mal direkt tanken gehen sollen. Und ich wurde gerade zum Einstieg von zwei LKWs überholt. Und die Anzeige hat nicht mal mehr einen Millimeter. Ja, die ist komplett leer. Also wenn mich überholt der nächste LKW. Es kommt weit und breit keine Tankstelle. Ich werde vom nächsten LKW gezogen. Ja, ein bisschen Muffe ich bin wieder im Polo Ferrari. Polo Ferrari. Okay, jetzt sollte eigentlich gleich hier rechts eine Tankstelle kommen. Es darf kein Auto kommen, da kann ich noch ein bisschen rollen. Ich roll hier rein. Wo ist die Tankstelle? Ich hoffe nach... Oh mein Gott. Da ist sie. Oh, ist sie da? Ja. Siehst du? Ja. So, genau jetzt geht der Tank leer. Guck mal, wie klein. That's what she said. So, wir sind jetzt die ersten 220 Kilometer gefahren. Also erster Eindruck ist auf jeden Fall übertrieben geil. Ich bin wirklich noch nie so ein cooles Auto gefahren. Generell, also ich kann ihn jetzt halt nicht voll durchdrücken. Möchte ich auch erstmal bei dem Wetter nicht. Und ich habe auch so ein bisschen Respekt davor, weil ich noch nie so ein schnelles Auto gefahren bin. Und man muss ihn ja auch noch einfahren. Das kommt auch noch dazu. Aber trotzdem, du fährst so 140, 150. Das fühlt sich an, als würdest du 70 fahren. Ich bin noch nie so ein geiles Auto gefahren, was auch so... den Komfort angeht. Das ist halt, ich bin so glücklich, weil ich wollte unbedingt so einen Komfortwagen haben, um da auch nochmal meine Entscheidung jetzt für den CLA 45S hier zu begründen. Ich hatte jetzt keinen Bock wieder auf so einen richtigen Sportwagen, auf einen Zweisitzer oder so, weil ich bin jetzt halt zwei kleine Autos gefahren. Das letzte, was ich hatte, war so ein kleines altes Mercedes Cabrio und ich wollte einfach mal einen richtigen Performance wahrscheinlich, einen richtigen Komfortwagen haben, wo ich viel Platz habe, einen großen Kofferraum und erster Eindruck, ich habe mich wirklich richtig entschieden. Ich fühle das so sehr, es ist so entspannt. Wir sind jetzt hier schon seit 2,5 Stunden oder so unterwegs, hatten auch ein bisschen Stau. Super easy. Finn fühlt es auch. Finn ist todmüde, hat schon wieder einen Liter Energy in Liter Energy, ja, aber doch.
Also lässt sich auf jeden Fall gut mitfahren. Ganz entspannt, wenn du auf Komfort fährst. Auf Sport Plus ist halt nochmal eine andere Sache. Ja, geht auf Sport Plus, ne? Aber sonst mega entspannt. So, Freunde, hier seht ihr jetzt nochmal das Interieur bei Nacht. Das ist für mich auch ein absolutes Highlight. Finde ich persönlich richtig geil. Kommt jetzt natürlich auf der Kamera nicht so cool rüber wie in Real Life, aber das ist echt... Boah. Das finde ich so maximal geil. Und ja, Freunde, das soll es dann auch mit dem Vlog hier gewesen sein. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Falls ja, lasst ein Like da. Ich möchte einfach nochmal Danke sagen an jeden, der mich hier seit Jahren unterstützt, dass ich mir sowas hier unter anderem mittlerweile alles selber ermöglichen kann. Deshalb vielen Dank da auf jeden Fall. Ich habe nie davon geträumt, so ein krasses Auto zu fahren. Ich habe auch lange den Traum gehabt, das mal zu machen. Perfekt, jetzt geht hier das Licht aus. Man kann mich gar nicht mehr erkennen, super. Ich leuchte mich jetzt professionell mit dem Handy an. Nee, ich habe jahrelang Bock darauf gehabt, aber habe mein Geld erst immer in andere Sachen ausgegeben. Wie zum Beispiel jetzt Haus und so, da fand ich Auto mal unnötig. Jetzt ist die ganze Haussache durch und jetzt habe ich mir auch mal ein schönes Auto geholt. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Viele interessiert ja sowas. Sollte jetzt auch gar nicht irgendwie so ein Schwanzvergleich-Video werden, so wie das irgendwie ganz viele andere Influencer machen. So alle 2 Monate muss man das neue krasseste Auto haben. So, ich bin auch 5-6 Jahre jetzt wirklich richtig gut mit einem VW Polo und einem kleinen alten Mercedes Cabrio ausgekommen, Freunde. Also am Ende des Tages ist es auch nur ein Luxusgut, was einen von A nach B befördert. Jetzt fahre ich ein bisschen komfortabler. Fand ich ganz cool bei den weiten Strecken, die ich fahre und habe mich einfach einen kleinen Traum erfüllt. Danke auf jeden Fall an jeden, der mir das gönnt, der das Video hier feiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Gut, haut da rein. Und ciao, ciao.